Von 14. bis 17. September ankerte die MS-Wissenschaft in Linz. 3000 Besucher ließen sich in den 4 Tagen die Ausstellung zum demografischen Wandel nicht entgehen. Linz war der Abschluss einer mehrmonatigen Reise. Wir sind dieses Jahr sehr zufrieden mit der MS-Wissenschaft. Es war in allen 3 Standorten ein ganz tolles Programm und wir hatten extrem viel Besuch. Das liegt sicherlich am Thema. Das liegt aber auch sehr daran, was die Standorte im Einzelnen daraus machen. Wenn, so wie das in Oberösterreich passiert ist, wirklich auch ein Rahmenprogramm gemacht wird, ein Promoting dazu gemacht wird, wenn eine Auseinandersetzung mit dem Thema stattfindet, das haben wir auch in Deutschland gesehen, dann kommen viel mehr Leute, dann bringt das viel mehr und dann kommt sowas Schönes wie heute Abend zustande. Also herzlichen Glückwunsch an Linz, kann ich nur sagen, ja. Das angesprochene Schöne war der Dialog am Deck zum Thema selbstbestimmtes langes Leben durch innovative Technik. UAR-Geschäftsführer Wilfried Enzenhofer zeigte sich mit dem Expertengespräch zufrieden. Die Diskussion war sehr, sehr gut. Es waren 160 Leute, das heißt, die Besucher haben gezeigt, dass das ein wirklich interessantes Thema ist. Nicht umsonst ist dieses Thema auch im strategischen Forschungs- und Wirtschaftsprogramm in Oberösterreich 2020 verankert. Das heißt, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Die Ausstellung begeisterte Jung und Alt. Insgesamt kamen mehr als 35 Schulklassen mit rund 1000 Schülern an Bord der MS-Wissenschaft. Eine davon war eine 5. Klasse vom Linzer Akademischen Gymnasium. Ja, es ist schon ziemlich cool, dass man da was machen kann, weil es ist ja nicht überall so. Meistens kann man sich das halt nur anschauen und das Wortspiel, also wo man die Wörter da so erkennen muss, das schaut ziemlich cool aus. Das möchte ich dann auch noch probieren. Ja, es ist auch ziemlich cool. Wir sind dann auch dort hinten mit dem Rollstuhl gefahren und ja, wir haben uns halt da alle so durchgeschaut. Es ist halt ziemlich interessant, dass man da wirklich bei jedem Stand irgendwas machen kann, interaktiv. Das ist ziemlich cool. Also mir hat bis jetzt am besten der Lesetest gefallen, obwohl er sehr stressig ist. Also mir hat dieses Morphing-Session-Teil da gefallen. Also ich finde zwar, dass es ein bisschen unrealistisch ist, aber es ist witzig. Und das Thema ist natürlich wahnsinnig wichtig. Sowohl die Integration als auch die unterschiedlichen Altersstrukturen, die sie herausbilden. Dass sich auch viele junge Menschen für das Thema interessieren, freut Landesrätin Doris Hummer besonders. Ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass sich gerade die junge Generation mit dieser Herausforderung beschäftigt. Weil die Jungen werden immer weniger, wir werden aber auch immer älter. Und das birgt Riesenchancen, aber natürlich auch Gefahren. Um diese abzuwägen und auch zu gestalten, das ist unsere Aufgabe. Jetzt ist die MS-Wissenschaft wieder in ihrem deutschen Heimathafen. Wir dürfen gespannt sein, mit welcher Ausstellung sie im nächsten Jahr wieder in Linz anlegt.